Auf Einladung des Alpenvereines Pößneck treffen sich zahlreiche Wanderbegeisterte an der Bleilochtalsperre. Hartmut Richter, unser heutiger Wanderführer, begrüßt alle herzlich und bespricht mit uns die vorgesehene Route. Blaukreuzweg an, rüber und kommen auf der Remdorfer Seite genau hier an dieser Stelle wieder raus. Und also in Kroatien haben wir auf einem Wohnwagen einen sehr, sehr schönen Spruch gesehen. Zum Arbeiten zu alt, zum Sterben zu jung, zum Reisen topfit. Ja, und ja. Daran kommen wir halt genau. Ja. Daran halten wir uns heute. Ja, und daran halten wir uns nicht nur heute, immer. Sonst sind wir doch ganz alleine unter uns. So, auf geht's. Bereits nach wenigen Metern erreichen wir unser erstes Zwischenziel. Ein leicht zu übersehendes Plätzchen, hoch über der Wasserfläche, aber mit einem fantastischen Ausblick auf das sonnige Saalburg. Wir haben wohl falsch beladen gehabt und das die vier Leute kennt doch. Die Bleilöcher, die waren noch vorne, oder? Nee, die Blei sind weiter hinten, wo der Talsperre ist. Da hinten sind die Bleilöcher. Da hinten drin. Ja, das ist Fürstenheer, Hotel Fürstenheer. Ich organisiere das schon, aber ausarbeiten und zuarbeiten tun eigentlich hier alle in der Gruppe. Ich fasse das Ganze dann nur zusammen, dass es im Laufe eines Jahres eine runde Sache wird. Es sind mal lange Touren, mal kurze Touren, mal Touren mit Baden, mal Touren ohne Baden, wie man das nennen möchte. Das haben wir uns für heute vorgenommen. Saalburg zur Sperrmauer. Wir laufen dann auf dem Wanderweg, Blaues Kreuz. Zurück. Das sind diese 14 Kilometer. Also es geht immer oberhalb der Bleilochtalsperre lang, also eben, ohne Höhen, ja. ohne Steigungen. Dieser ca. 3 Meter hohe Bergfriedstumpf ist ein noch verbliebener Rest der Stadtmauer und Teil der Klosterruine im benachbarten Ortsteil Kloster. Und dieses Gebäude, was ist das da hinten? Also dieses jetzt nicht der Turm, sondern... Das war früher die Saalburger Schule. Ach so. Und ganz früher hat es halt zur Burg gehört. Und deswegen ist der Heinrich der 14. dann noch so. Ja, ah, ja. Ja, ja. Aber was jetzt drin ist, ist es sehr schön restauriert. Es wird halt leer stehen, diese manche Schule. Wie hat der Luther gesagt, das Land ist wohlbestellt, in dem die Schulen wachsen. Was Luther sagt, hat Gewicht. In der Ortsmitte liegt die evangelische Kirche St. Marien. Gegründet wurde sie in der Zeit zwischen 1206 und 1223. Sie diente im 14. bis 16. Jahrhundert dem Kloster zum Heiligen Kreuz in der Nähe des Ortes als Hauptkirche. Und wieso ausgerechnet Alpenverein? Es gab ja Frau Richter erinnert sich noch gut. Den Pößnecker Alpenverein, und der war ja dann verboten worden. Es gab also mal eine kleine Zeitungsnotiz, 1990, damals in der Volkswacht, dass da jemand den Alpenverein wieder gründen möchte oder wieder Schritte in die Wege leitet. Dieses Jahr, wenn ihr 20 Leute zusammenkriegt, dann könnt ihr den Alpenverein gründen. Und da war die Gründungsveranstaltung am 24. April 1990. Aber es gibt bei uns ja nicht nur die Seniorengruppe. Wir haben noch Wandergruppen, wir haben Klettergruppen, wir haben die Jugendgruppe, die Juniorengruppe, wir haben eine aktive Kindergruppe. Also sehr vielfältig ist Vereinsleben vor allen Dingen auch, bei 250 Mitgliedern und noch mehr. Aber die aktiv sind, wie überall, ist eben nur ein kleinerer Teil davon. Unser nächstes Zwischenziel erreichen wir per Schiff. Der Bleilochstausee bildet mit einer Länge von 28 Kilometern und einem Wasservolumen von über 200 Millionen Kubikmetern den größten Stausee in ganz Deutschland. Die Staumauer wurde in den Jahren von 1926 bis 1932 erbaut. Ihre Länge beträgt 250 Meter und die Höhe 65 Meter. Sie liegt zwischen den Bleibergen. Durch diese Berge bekam die Talsperre ihren Namen. Die Bleilochtalsperre ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, das vor allem von Freunden des Wassersports und des Wanderns gern besucht wird. Von Saalburg aus, dem wichtigsten Ort direkt am Stausee, kann man die Bleilochtalsperre mit Passagierschiffen befahren.
Außerdem verkehrt hier seit 2007 mit dem MS Bad Lobenstein das erste Kabinenschiff auf einem geschlossenen Gewässer in Deutschland. Seit 1997 findet jährlich am 2. Augustwochenende am Ostufer das Festival Sonne, Mond, Sterne mit mittlerweile bis zu 35.000 Besuchern statt. Das von der Vattenfall Europe AG betriebene Pumpspeicherkraftwerk Bleiloch am Fuße der Staumauer erzeugt eine Leistung von 80 Megawatt. Alle haben drei verschiedene. Ja. Alles gleiche. Ja, ich bin heute, ich glaube, das vierte Mal, Anita, ja, das vierte Mal mit dabei bei der Seniorengruppe des Pößneger Alpenvereins und kann vielleicht so viel sagen, dass ich die letzten drei Mal und auch einschließlich heute doch recht zufrieden gewesen bin. Die Wanderungen waren sehr gut vorbereitet. Es gab Wanderungen, die auch altersgemäß angelegt waren. Das ist wichtig bei uns. Ja, wir hatten stets kompetente Wanderleiter, die wechselten, hatten sich auf die Wanderziele gut vorbereitet, sodass also auch durchaus Wissenswertes über die Region, über die Tierwelt, Pflanzenwelt, die wir besucht und besichtigt haben, für die Wanderteilnehmer herausgekommen war. Die Stimmung war eigentlich immer gut. Man hat sich ganz rasch untereinander bekannt gemacht und auch angenehme Gespräche geführt. Ich kann also nur sagen, Hartmut Richter an der Spitze, das ist immer eine gute Lösung. Jetzt erzähle ich ein bisschen heiß, nein. Das kommt, das ist schon, ja, und Janita, ne, als treue Seele ihm zur Seite gestanden, ist schon eine schöne Sache. Und ich sag mal, ich habe ja mittlerweile auch das Programm des Pößneger Alpenvereins zu Hause und werde mit Sicherheit schauen, dass ich die nächsten Wanderungen mitmache. Auf alle Fälle so, dass wir so von der Kondition her annähernd gleich sind und damit auch das Wandertempo moderat ist und auch gut zu bewältigen ist. Also eine schöne runde Sache. Okay. Wunderbar. So ganz nebenbei finden sich am Wegesrand hier leckere Sachen. Eine Pilzberatung gratis. Die Lamelle, die darunter hängt. Die muss gerieft sein, die Lamelle. Die haben sie jetzt glatt gestrichen, aber die soll gerieft sein. Und dann ist das essbar. Das ist kein Knollenblatt. Ja, was ich nicht kenne, esse ich auch. Also aber schon von Schnecken verfressen. Naja, machen wir. Aber die Manschette muss gerieft sein. Die Manschette muss gerieft sein. Ja, ist er. Und was ist es dann? Parasol. Das ist ein Perlpilz, ein grauer Wulstling. Wobei, so richtig einig sind sich die Berater anscheinend doch nicht. Wulstling. Alles drauf, hören wir mal ein bisschen. Wulstling. Hoppla, hier überholt uns eine Radwandergruppe. Unser Wanderweg mit dem Blauen Kreuz eignet sich anscheinend auch gut als Fahrradtour. Zum Wandern gehört selbstverständlich auch eine Rast. 14 Kilometer sind ja schließlich kein Pappenstiel. Das ist nur noch 4 Kilometer. War ein Scherz, gell? Auf geht's. Auf geht's. Auf dem hohen Wartestau sie zu schwimmen, weil es so dunkel ist. Einige nutzen sogar die Möglichkeit, sich im Stausee zu erfrischen. Das tut gut. War es wenigstens warm? Ja, ich fand es warm, aber gut, ich bin kein Maßstab. Aha. Ich empfand es so empfunden. Also manchmal. Ich habe gesagt über 20 Grad, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Wenn wir heute baden, hätte ich mir heute früh das Duschen sparen können. Ein Wanderfreund weiß zu berichten. Haben vor über 100 Jahren nämlich einen Klettersteig
bauen lassen. Da ist es nämlich einer der ältesten und anspruchsvollsten Klettersteige in den Dolomiten und der älteste in der Sellergruppe. Und das finde ich insofern schon, dass 1910 sich also aus der Sektion Pößnig des deutschen und österreichischen Alpvereins sozusagen Bürger, die dementsprechend sich das auch leisten konnten, dann in den Dolomiten diesen Steig haben bauen lassen. Und das wird in diesem Jahr, ich bin 100 Jahre alt, und da fährt die Alpenvereinssektion Pößnig e.V. nämlich im August hin, um diesen Klettersteig nochmal wie vor 100 Jahren zu besteigen und zu gehen. Und das ist ein der anspruchsvollsten. Es war eine schöne, ruhige, es war nicht anstrengend. Wanderung und bei schönem Wetter. Kein Regen. Kein Regen. Nicht zu sehr geschwitzt. Und in einer schönen Gegend. Die nächste Seniorenwanderung, die ist am Dienstag, 14. August. Geht es wieder an der Saale lang, von Ziegenrück über Altenbeuden, Linkenmühle bis nach Paska. Das sind 16 Kilometer, so unser normales. Also, Wanderfreunde, Termin vormerken.